Moin! Im letzten Video gab es ein Basic-Rezept zu unserem Schokotörtchen mit flüssigem Kern. Wer das noch nicht gesehen hat, der kann einfach mal in der Infobox vorbeischauen. Da verlinken wir euch das Rezept gerne nochmal. Heute zeigen wir euch, mit was wir das Schokotörtchen kombinieren, um ein leckeres Dessert draus zu zaubern. Und zwar einer kleinen Frozen-Joghurt-Praline und einem leckeren Rhabarber-Kompott. Also viel Spaß beim Video! Wir legen jetzt erstmal los mit unserer kleinen Eispraline. Für die Füllung waschen wir zunächst die Erdbeeren und entfernen das Grün. Geben etwas Joghurt zu den Erdbeeren und süßen das Ganze mit ein bisschen Honig. Püriert alles schön zu einer glatten Masse und dann können wir es schon abfüllen. Wir haben hier ein paar Darth Vader Silikonformen. Die Form ist eigentlich egal, die Silikonformen erleichtern allerdings das Herauslösen am Ende ungemein. Nach dem Befüllen geht das Ganze ins Gefrierfach, bis die Masse vollkommen durchgefroren ist. Und in der Zwischenzeit können wir schon mal unsere Schokolade vorbereiten. Dafür zerkleinern wir einfach die weiße Schokolade, geben etwas Kokosfett hinzu und lassen beides über dem Wasserbad schmelzen. Wenn alles geschmolzen ist, dann rührt es schön glatt und nehmt die Schokolade vom Herd. Wichtig ist natürlich, dass die Schokolade nicht zu heiß ist. Lasst sie also komplett abkühlen. Durch das Kokosfett bleibt sie dennoch schön geschmeidig. Und dann taucht ihr einfach eure kleinen Eispralinen in die Schokolade. Lasst sie etwas auf einem Gitter abtropfen und stellt sie zurück ins Gefrierfach. Wenn ihr sie dann serviert, nehmt sie einfach am besten 10 Minuten vorher aus dem Gefrierfach. Dann können sie schon etwas antauen und die Eiskristalle werden weniger. Und dann kommen wir auch schon zu unserem leckeren Rhabarber-Kompott. Das Kompott ist wirklich schnell gemacht, schmeckt super lecker und der Rhabarber passt mit seiner Säure perfekt zum Schokotörtchen. Das fertige Kompott könnt ihr natürlich auch anders verwenden. Zum süßen Kaiserschmarrn macht es sich zum Beispiel auch super. Wir fangen an, unseren Rhabarber gründlich zu schälen, damit wir keine harten Fasern mehr in unserem Kompott haben. Dafür setzt man einfach oben ein Küchenmesser an und zieht dann die harten Fasern nach unten hin ab. Nachdem wir alle Stangen geschält haben, können wir den Rhabarber jetzt in beliebig große Stücke schneiden. Wir mögen unser Kompott sehr stückig und schneiden ihn deshalb nur grob. Dann geben wir braunen Zucker und Orangensaft in unseren kalten Topf und lassen das jetzt schaumig aufkochen. In der Zwischenzeit rühren wir etwas Speisestärke mit kaltem Wasser glatt und geben diese dann mit in den Topf, um alles anzudicken. Die Menge könnt ihr auch ganz nach eurem Geschmack entscheiden. Und dann kommt unser Rhabarber einfach dazu. Nach 4 Minuten Köcheln ist unser Rhabarber-Kompott dann fertig. Der Rhabarber ist weich, hat aber noch eine schöne Struktur. Und dann geht's auch schon ans Anrichten. Unsere Frozen-Joghurt-Pralinen liegen schon draußen, das Schokotörtchen ist im Ofen und unser Rhabarber-Kompott ist noch lauwarm. Wir hoffen, euch hat unser Video gefallen. Lasst uns gern Feedback da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis bald, Chris und Marie.